Schön, dass Sie uns zuschauen. Neben mir sitzt Professor Nürnberger, Chef der Klinik für Nephrologie. Mein Name ist Alexander Staudt. Ich leite die Klinik für Kardiologie und Angiologie an den Helios Kliniken Schwerin. Und wir wollen in den folgenden Minuten sagen, warum Sie Assistenzarzt und eine Facharztausbildung in Schwerin in der inneren Medizin machen sollten. Die innere Medizin in Schwerin ist sehr gut aufgestellt. Wir haben 8 internistische Kliniken und Sie können damit sozusagen ein breites Spektrum der Medizin in Schwerin erlernen und können dann noch eine Subspezialisierung anstreben. Na, Schwerin ist ja das größte Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben über 1000 Betten, also Sie sehen praktisch alle Krankheiten, die es so gibt. Und neben der Ausbildung in den 8 internistischen Fächern haben Sie die Möglichkeit, in die internistische Notaufnahme zu rotieren und gleichzeitig auch auf der Intensivstation zu arbeiten. Das alles sozusagen rundet das gesamte Bild der inneren Medizin, die Sie hier erlernen können, sehr gut ab. Und Sie haben dann am Anschluss an diese Rotation auch noch die Möglichkeit, freie Monate, wo Sie sich in der Funktionsdiagnostik in der inneren Medizin weiterbilden können. Hier haben Sie die Möglichkeit, Echokardiographie, Sonographie zu erlernen. Das heißt, neben der standardisierten Ausbildung in unseren Kliniken können Sie sich dann noch in die Funktionsdiagnostik einfinden. Und daneben haben Sie natürlich vielfältige Möglichkeiten der Fortbildungen. Hier im Haus bieten wir viele Fortbildungen an. Wir haben ein festes Weiterbildungsbudget, mit dem wir Ihre Fortbildungen auch außerhäusisch auf Kongressen oder Seminaren finanzieren können. Und natürlich, wenn Sie dann Ihre Spezialisierung, auch Ihre Subspezialisierung abgeschlossen haben, dann besteht natürlich auch die Perspektive zur oberärztlichen Tätigkeit, damit Sie auch dann die Möglichkeit haben, wenn Ihnen Schwerin gefällt, sich hier auch langfristig wohlzufühlen. Ja, ich schätze in Schwerin sehr unsere Kollegialität und wie wir miteinander umgehen. Es ist also nicht nur die Arbeit an sich, sondern auch, dass wir uns gut miteinander verstehen und auch mal über Privates reden können. Und Schwerin bietet sich auch als Stadt dazu an, auch nach der Arbeit einfach die Freizeit miteinander zu verbringen. Ja, nach 13 Jahren hier im Haus kann ich sagen, ich bin immer gut betreut worden. Meine Weiterbildung begann hier und endete hier, inzwischen ja auch zum Oberarzt gebracht. Und ich kann sagen, es war eine fundierte Weiterbildung, zeitnah, alles wunderbar gut geklappt. Ich bin nie allein gelassen worden. Ich hatte immer jemanden an der Hand, den ich fragen kann. Und inzwischen leite ich Kollegen an, so wie es damals mit mir passiert ist, und möchte auch mein Wissen weitergeben. Kommt nach Schwerin. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren hier im Haus. Ich stamme nicht aus Schwerin oder der näheren Umgebung. Ich bin direkt nach dem Studium hierher gezogen. Ich habe mich damals für Schwerin entschieden, nach relativ vielen Bewerbungsgesprächen, weil ich hier den Eindruck hatte, dass es eine strukturierte Rotation gibt. Es gibt Möglichkeit zur externen Weiterbildung, die in der Regel unkompliziert auch genehmigt wird. Und ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass es eine kollegial gute Atmosphäre ist. Also, wir hoffen, dass wir Sie für Schwerin etwas interessieren konnten, und gerne sprechen Sie uns direkt an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.